Hallo, herzlich willkommen zum total verrückten Zaubertitel. Bei uns ist Christopher Köhler. Ja, Comedy Magier am 9.3. im Theater in Stuttgart. Und vor der großen Show quasi jetzt die Generalprobe. Wir checken schon mal, ob das so funktioniert mit den Zaubertricks. Und wir sind sehr gespannt. Ja, ich auch. Ganz spontan tatsächlich jetzt. So, pass auf. Kartentrick. Kartentrick. Nimm dir mal irgendeine Karte raus, Nadja. Ich werde dir nachher sagen, welche Karte das ist. Wir machen es andersrum. Leg einfach mal einen Finger deiner Wahl auf eine Karte deiner Wahl. Nur drauflegen. Drauflegen hier. Mal anschauen. Ich zeige es auch mal in die Kamera. Ich gucke auch nicht hin. Okay. Alles gesehen. Kommt wieder zurück. Misch mal. Ja. Ich versuche jetzt herauszufinden, welche Karte du gezogen hast. Es wird spektakulär auf jeden Fall. Hast du Karte gesehen? Nö. Wieder nicht. Na gut. Aber du hast sie im Kopf. Pass auf. Ich lese deine Gedanken. Irgendwie. Okay, deine Karte ist doch tatsächlich die Pik 2. Nee. Okay, Moment, das Kreuz Ass. Nö. Kommt alle vorbei am 9.3., da funktioniert's dann. So, wir haben noch ein paar 50 Karten noch vor uns. Das war eine rote Karte, ne? Mhm. Die Herz 10. Nee. So, pass auf, ich ziehe meinen Joker. Ich habe noch einen Joker am Start. Streck mal deine rechte Hand aus, leg dir den Joker mal auf die Hand. Die Kamera kommt auch ein bisschen hier mal näher dran. Ich habe ja eine Handykamera, die halte ich jetzt mal über den Joker. Da ist, schau mal auf die Karte, was da passiert auf dem Display. Genau, Hand ruhig halten. Aha. Da passiert nämlich jetzt gleich was, denn die Karte verwandelt sich in die Herz 7. Ist das deine Karte? Willst du mich jetzt veräffeln? Ist es die Karte? Ja, das ist die Karte. Wahnsinn! Ja, das ist ja nicht schlecht. Du, ich kann auch einen Zauber. Kannst du ist gekauft, das kannst du nicht toppen. Ja, doch, ich kann auch was Großes. Du willst jetzt den Zauber vorzaubern. Ich werde jetzt Christopher Köhler, werde ich jetzt in seine Schranken verweisen. Ah, jetzt sind wir gespannt. Okay. Der Gibi ist dafür bekannt, dass Dinge, wenn er Challenges irgendwie startet, die immer in die Hose gehen. Könnte passieren. So, Moment mal. Wie ging das überhaupt nochmal? Diese Witzeerzähler so. Ja, ja, genau. Okay. Christopher, such dir eine Karte aus. Irgendeine? Ja. Freiwahl? Ja. So, ja. Soll ich die Kamera halten? Ja, ja, klar. Bin ich mal gespannt. Ja, ist einmal... Mach die vorne dran. Einfach. Ja, weiß ja, wo sie ist. Was für ein Scheißtrick. Ja, ich mach jetzt das mach mal. Jetzt mach du mal vorne dran. Ja, ich mische ja. Jetzt sagst du, die ist so, jetzt mach ich so. Jetzt ist er weg. Ne? Ist er verschwunden. Ja. Okay. Es macht keinen Spaß mit euch. Moment mal, also du musst schon ein bisschen, also, ne? Also jetzt so Hokus Pokus Fidibus, klingt da so... Qualmt und es zischt und Tali. Ich hab die gerade schon wieder vergessen. Also ich weiß noch. Von mir sollte man keinen Zaubertrick machen, glaube ich. Das war nämlich... Die war's. Es ist richtig! Ja, da seid ihr jetzt natürlich schwer beeindruckt. Das ist aber krass. Ich bin jetzt schon auch ein bisschen beeindruckt. Kannst du ja mich ersetzen eigentlich, wenn ich jetzt krank werde. Also, Christopher Köhler am 9.3. im Theaterhaus in Stuttgart und da ist der Reservezauberer Tobias Gebhardt. Also wenn ihr könnt ihr Handynummern austauschen. Die Ehrlich Brassers 2.0. Ja, also das wird sensationell. Ich freue mich. Also, wir freuen uns übrigens alle Comedians unserer Comedy-Woche auf antenne1.de.